Herzlich willkommen zur letzten Runde auf Drom und Chaos in Star Wars The Old Republic. So, dann werden wir jetzt mal die letzten Quests hier auf Drom und Chaos absolvieren. Und dann mal sehen, wie es weitergeht. Viel Spaß! Post haben wir auch schon wieder. Wie jeden Tag. Aufräumarbeiten. Ja, 418 Credits. Das ist nicht verkehrt. Haben wir noch was zum Verkaufen? Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Sicher doch. Nö, den Rest behalten wir. Leben Sie wohl. Wir sind startklar. Ich muss da runter. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. So, da sind wir schon. So,
Ihr seid gekommen, um dem Revan-Orden beizutreten. Ich bin Morun Dukas, Herr der Bestien. Ich bin Revanita und ich bin Sith. Was wollt ihr mir sagen? Ich habe bisher nicht viele nichtmenschliche Sith gesehen. Jahrzehntelang habe ich dem Meister gedient. Er fand mich, als ich eine Larve war, und erkannte die Stärke der Macht in mir. Eine Larve? Entgegen der imperialen Tradition bildete er mich aus. Das ist der Weg Revans. Alle Spezies den Weg zur Macht lehren. Ich weiß, was das bedeutet. Gut, jetzt müsst ihr mir eine Frage beantworten. Und zwar richtig, sonst bekommt ihr die Krallen meiner Tierchen zu spüren. Warum glaubt ihr, dass Revan Fremde die Wege der Sith lehrte? Warum hat Revan allen Suchenden Macht angeboten? Oh, das ist jetzt so eine Fanfrage. Weil es gerecht war. Er glaubte, dass jeder die Chance haben sollte, Macht anzustreben. Eure Antwort ist nicht die meine. Aber sie genügt mir. Ja. Sie ist eines Revanitas würdig. Ihr dürft eure Pilgerreise fortsetzen und euch dem Urteil eines anderen stellen. Je eher wir das erledigt haben, desto besser. Sucht die Söldnerin Seta Farr auf, die ihre Soldaten trainiert. Sie wird eure Prüfung fortsetzen. Ach, das ist ja wieder so ein blödes Ding, was ich nicht aufheben kann. Dieses Rumgereise, das ist ja elendig. Ist die jetzt hier? Ist hier schon runter? Drüben. Da ist er. Tarkan, schickt ein paar Männer in die Stadt. Sie haben eine Pause vom Training verdient. Ja, Commander. Schön, dass ihr am Leben seid. Nicht alle schaffen es an Morun vorbei. Raimon hat mich von der Basis aus kontaktiert. Sagte, ihr wolltet unserer Gesellschaft beitreten. Ist das wahr? Das stimmt. Ich erbitte die Zustimmung des inneren Kreises. Ich heiße Seta Farr. Ich bringe diesen Söldnern bei, wie man kämpft. Mein Dienst für den Meister ist eine Frage der Ehre. Vor Jahrzehnten kämpfte mein Clan gegen Revan, als wir mit dem Rest der Mandalorianer die Republik überfielen. Es war ein Privileg, gegen die Jedi zu kämpfen. Wir haben den Krieg um Malachor 5 verloren. Doch das war ebenfalls ein Privileg. Aus Respekt für Revan habe ich zugestimmt, mich dem Meister anzuschließen. Ich verstehe, wovon ihr redet. Ich diene dem Orden, um sicherzustellen, dass Revans Name nicht vergessen wird. Revan war ein Krieger, ein Anführer, und er verdient dieses Andenken. Da eure Ehre euch nicht verpflichtet, woher weiß ich, dass ihr nicht das Andenken des Dunklen Lords befleckt?
Was könnt ihr in Revans Namen für den Orden tun? Ich kann kämpfen. Ich bekämpfe die Gegner des Ordens, wann immer es nötig ist. Gut. Aber ich brauche dafür Beweise. Ich habe Männer des Clans ausgeschickt, um Jagd auf die einheimische Fauna zu machen. Ihr Lager ist in der Nähe. Besiegt sie, oder ihr werdet erschlagen. Und keine Sorge. Takan hier wird sicherstellen, dass sie über eure Ankunft Bescheid wissen. Wer will mich denn hier erschlagen? Da hat ja wohl keiner von denen eine Chance. Der Einzige, der hier erschlägt, nicht. So, und jetzt muss ich hier noch ein paar Tiere töten als Bonus. Ne, das ist doch. Das kriegt man doch auch hin. Ah, da. Das Getier. Mehr um meinen Gefährten aufzupushen.